So, ja, wir haben eine Aufgabe zum Rechnen. 6x in Klammern zum Quadrat mal 10x Quadrat hoch minus 1 durch 30x hoch minus 2. Wie beginnt man eine solche Aufgabe? Ja, bitte? Genau das. So, mit wessen Hilfe lösen wir die Klammern auf? Also 6 hoch Quadrat, x hoch 2. Jo, wie heißt das? Das ist richtig, da gibt es einen Namen für. Erstes Potenzgesetz. Fast. Das ist das zweite Potenzgesetz. Gleiche Exponenten, aber das macht nichts. Mal 10 hoch minus 1, x hoch minus 2. Ich schreibe das ein bisschen anders. Ich schreibe das als x hoch 2 hoch minus 1. Allein nur, dass man sieht. Aber wie gesagt, falsch war das nicht. Mal 30. Durch. Nee, wenn man es hochholt. Wenn ich das hochhole, steht da mal 30 hoch minus 1. Ja, 30 hoch minus 1, x hoch 2. Das geht. Gut, dann machen wir das so. Aber bitte, man kann das hochholen, aber dann darf man bei der 30 das hoch minus 1 nicht vergessen. Das Minus muss weg bei der oben. Da rechts. Minus, minus, plus 2, ja. So, Frage. Ja? Warum ist es dann 4 minus 1 und minus 1? Hallo, die Frage nochmal wiederholen. Ja? Weil das hoch minus 2 gehört ja zu x, hätte ich gesagt, und die 30 ist einfach nur eine Plus. Weil ich habe mir das immer ein Päckchen überlegt und da ist halt 30 und die x miteinander getrennt und somit müsste da dann minus 1 stehen. Ist richtig, wenn ich a durch b mache, dann habe ich a mal b hoch minus 1. Und wenn ich a durch b mal c habe, dann habe ich a mal b hoch minus 1 mal c hoch minus 1. Sie müssen das beide kriegen, weil die beide im Nenner sind. Wenn man es ausführlich rechnen will, wäre das eigentlich bc hoch minus 1, also a mal b hoch minus 1, c hoch minus 1. Noch eine Frage dazu. Gut, jetzt sind wir soweit. Jetzt müssen wir das dritte Potenzgesetz an dieser Stelle anwenden. Und Ich rechne hier ein bisschen mit der Primfaktorzerlegung. Ja, da muss man ein bisschen aufpassen. Sprich, ich rechne das Ganze im Kopf. Ihr könnt es aber auch eventuell mit dem Taschenrechner rechnen, es sei denn, der Taschenrechner ist verboten. Das ist 2 mal 3 hoch 2. Das x hoch 2 fällt gegen das, na, fällt noch nicht weg, mal x hoch 2 mal 5 mal 2 hoch minus 1. Jetzt das dritte Potenzgesetz angewendet, mal x hoch minus 2. Mal Primfaktorzerlegung 2 mal 3 mal 5 hoch minus 1 mal x². Und dann rechne ich weiter, das ist 2 hoch 2 mal 3 hoch 2. Und das, jetzt kann ich das x² gegen das x hoch minus 2 wegkürzen. Aber ich mache es nicht, ich schreibe das x² minus 2, der ist von hier, und nochmal plus 2. Das ist quasi das Wegkürzen, das hier passiert. Mal 5 hoch minus 1 mal 2 hoch minus 1 mal 2 hoch minus 1 mal 3 hoch minus 1 mal 5 hoch minus 1. Und jetzt sammeln wir sämtliche Faktoren 2. Wir haben 2 hoch 2, hier minus 1, hier minus 1 mal 3 hoch 2. Hier minus 1, sonst nichts, mal 5 hoch minus 1, minus 1, das sind die beiden. Und dann die x, das ist x hoch 2 minus 2 plus 2 ist x². Und dann bleibt hier 2 hoch 0, also 1 übrig. 3 hoch 1 mal 5 hoch minus 2 mal x² oder... Wenn man das dann wieder als Bruch schreibt, ist das 3x² durch 5 zum Quadrat. Fragen? Ja? Wie hat sich nochmal das x hoch minus 2 weggekürzt? Gar nicht, das habe ich. Ich habe es extra nicht gemacht. Wo habe ich denn meine Kreide? Vielleicht habe ich die Kreide. Der hat immer keine Hektik. Ich bin Beamter. So, welches x hoch minus 2? Das hier oder das hier? Es gibt nur eins. So, also das hier, das steht hier. Sonst noch eine Frage. Dritte Reihe.
3 25 ist ja 0,12. Hätte ich die Vorratslösung nicht. Selbstverständlich. Sonst noch eine Frage? Ja. Wenn man das x-Quadrat oben wegkürzt, dann steht es dann unten noch bei 2. Ich habe es nicht weggekürzt, damit man noch sieht, wo es bleibt. Also ich habe es nicht weggekürzt. Das ist hier die grüne 2, die ist dann hier. Ja, das passiert ja hier an der Stelle.